Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. So, ihr seht unten, ich war richtig fleißig. Jetzt können wir die auch endlich abbauen wieder. Bam, bam, bam. Haben wir nämlich auch noch hier so ein Titan wieder. Ja, und da können wir endlich mal skillen, ne? Wir Fleißigen. Erstmal rennen damit. Boah, richtig viele Erfahrungspunkte. Und jetzt? Schauen wir mal, was wir Schönes machen können. Also hier von den Sachen, klar, hier warten wir immer noch auf zwei. Eins mit 30, das andere mit 31. Da weiß man natürlich jetzt, Wurfwaffe werden wir, denke ich mal, nicht kriegen. Vielleicht doch. Also, da müssen wir ein Level. Ich glaube, dass das hier die letzte Superwaffe ist. Ob das so sein wird, weiß man noch nicht, aber naja. Also, verdoppelt das Fassungsvermögen der Materialtasche. Für ungewöhnlich. Das hört sich gut an. Und zack, fehlt uns schon wieder Stahl. Aber noch kein Titan. Mana-Splitter. Ich weiß nicht, woher man den kriegen möchte. Hier haben wir noch Profi-Dietrich. Können wir auch noch herstellen. Für hochkomplizierte. Aber richtig. Was ist das hier? Erhöht die Munition. Ja, das wäre eigentlich wichtig. Bräuchten wir noch ein bisschen Stahl. Ich weiß nicht, ob wir hier das einfach mal laufen lassen. Ein bisschen. Oder mir einfach so die Stimme versagt. Aber wir können ja jetzt ein paar bauen. Wir haben ja auch noch ein bisschen Titan in der Tasche, ne? Glaube ich zumindest. Sammlung. Ja, gib mal 10 Stück haben wir noch in der Tasche. Dann können wir ja eigentlich unseren, ja, unser Ziel weiter verfolgen. Jetzt müssen wir natürlich den ganzen schlusrigen Weg zurück. Ich glaube, hier oben kann man, ne? Ich hatte doch mal einen Schutzhof. Bin hier irgendwie mal hier oben so lang gelatscht. Aber ich will da ja nicht lang. Gut. Nee, das ist mir alles immer so ein bisschen so. Weißt du? Naja, verfranze ich mich da eben halt über die klassischen Wege. Da habe ich zumindest. Vielleicht nochmal hier, siehst du? Nach so weit Ausschau halten hier, nach so einem Mästchen. Ey, da haben wir richtig viele übersehen. Ey, was ist denn los? Oh, die ganze Welt ist hier noch voll. Zack. Und hier noch. Zacki, zack. Ja, wer weiß, was hier auf dem Weg hier noch alles so rumsteht. Irgendeiner, also irgendwas hebe ich hier eh immer auf. Guck mal hier überall. Ist aber klar, so, ich glaube nicht, dass wir noch Plaste brauchen oder sowas. Na, wer weiß, wer weiß. Wozu das alles gut ist, was wir so haben. Besonders auch Holz und so. Richtig geil wäre es ja noch, wenn man von Lagerfeuer zu Lagerfeuer reisen könnte. Ne? Dann würde man sich natürlich auch viel, viel Rennzeit sparen. Aber ich glaube, dann wäre es auch ein bisschen zu einfach. So, irgendwo muss ich jetzt hier so nach Norden, ne? Muss ich ja hier wieder durch, oder wie war das? Weil eigentlich wollte ich jetzt, schau mal hier, da will ich hin. Ach du Heiliger. Hä, wie komme ich denn hin? Achso, da. Ja, dann muss ich ja eh jetzt hier so lang. Sonst klappt es ja eh nicht. Ist irgendwie durch. Sorry. Im Weg. Ah. In kalten Klimazonen. 18 Grad ist kalt. Okay. Ich muss echt mal ein bisschen ein paar liegende Baumstämme irgendwie zerreißen, zermordern und töten. Man achtet ja jetzt nicht immer drauf, wenn die hier so rumliegen. Einfach nur, falls wir mal ein Auto hauen können. Jetzt suche ich Baumstämme wie so ein Idiot, ne?
So, wo ging's hier raus? Hier. Jetzt muss ich hier den ganzen Krempelweg außen rum. Ne, da oben komme ich doch gar nicht lang. Ne, hier, da beim Lagerfeuer. Oh, komischer Weg. Ne, jetzt hole ich mir erstmal hier eine Lücke rein. Bevor ich jetzt. Ja, dann das letzte Teil hier auch noch. Was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Wo kam der denn her? Auch mysteriös. So, und jetzt können wir wieder. Stopp mal, schnelle Fortbewegung. Mit der Jana hier hinten müssten wir eigentlich hin, ne? Aber da kommen wir jetzt auch nicht so schnell hin. Weil ich wollte ja hier eigentlich einen Bunker machen, ne? Eigentlich haben wir gesagt, dass wir jetzt nicht den Bunker machen. Also der Bunker ist da oben. Das heißt, wir müssten hier einmal nach hier da durch. Und dann ganz viel. Ja, so weit ist es jetzt auch nicht weg. Erstmal rein damit. Mal probieren den Bunker, ne? Nochmal Hamad, Katze. Macht sich da breit auf mir, wie. Ich hab jetzt schon wieder so ein Utensil. Hier waren wir irgendwann auch schon mal vorbei. Ach, hier ist doch. Ja, ich wollte schon sagen, hier ist doch der Obelisk. So. Das ist natürlich der Dumme. Klar, wir kloppen jetzt noch alles, was hier auf dem Weg uns steht, kaputt erstmal. Okay, mal zwei Schläge, jetzt ist der auch schon down, ne? Ach, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir auch angeln. Das ist so. Das bauen wir, oder was heißt das, bauen wir weg, aber das waren diese, ja gut, ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass Rita aus dem Hintergrund hat mir in eine rinhauen möchte. Ich hätte glatt mal eine Mine dahin bauen können, falls sie ankommt. So als Backup. Ja, die Content, ja. Oh. Der fällt doch gar nicht auf, wenn da einer irgendwie Fische 80 Meter hoch schmeißt. Nee, bei der nicht. Bin mal auch gespannt hier, die beiden fetten Punkte. Das ist ziemlich so. Im Osten gesehen. Also da, wo der Mauszeiger ist, bei der Uhr. Was das ist, ob das wieder so Rita und Richard in Riesenformat sind. Also ein Sondergegner oder ob das, wer weiß. Was das denn so schönes sein soll. Ich hätte auch meine Angelausrüstung nehmen sollen. Dann wäre das, glaube ich, ein Stück schneller hier. Nur ein Stück. Boah, da, viele Fische drin hier. Man kriegt führt Fischen und führt Material noch Erfahrungspunkte, ne? Gott. Okay, richtig viele. Immer noch. Heftig. Hätte ich nicht gedenkt. Hey, beim nächsten Mal muss ich dann wieder das Richtige auswählen. Okay, das ist gut. Warte, los, Katze. Warum bist du denn... Ach, die sind's. Die sind's ja nur. Glück haben wir so einen langen Arm, ne? Ja,
Ja, der ganze Urwald noch voll. Boah, wie viele sind denn hier? Meine Güte. So, Katze, du kannst dich heute ja nicht entscheiden, wa? Aber du gehst mir ein bisschen auf den Po. Schau mal, ich muss ja mal gucken. Ne, erstmal hier nach Norden. Erstmal zum Lagerfeuer. Ja, nicht hier einfach rumquietschen, ey. Das mag keiner. So, ich zumindest. Wenn mich da so anbrüllt, ne? Das sind wir nicht so. Oh, ne, das wird mir zu weit jetzt rückwärts gelatscht. So, das sind noch richtig viele, ne? Ist ja noch 71 Monster hier im Gebiet. Also klar, die meisten sind ja irgendwie klein. Jetzt haben wir noch einen Brüller da oben. Nicht gesehen und trotzdem getötet. Okay. Wobei du Mundgeruch hast, musst du mich nicht anspucken, du kleiner, fetter Junge. Irgendwas habe ich hier noch nicht gesehen. Hier waren wir noch nie drin, oder was? Nein, bin ich gekrochen. Noch nicht. So, achso. Hier rein. Mhm. Ich mach das hier so drin. Aha. Ein Weißkühlchen. Hier auch nochmal. Zwiebel. Ach, guck mal, wie schnell du bist. Heftig. Sollte man immer lieber hinter den werfen, also wenn das Streufeuer immer so nach hinten weggeht. Das Dümmste ist eigentlich, okay, wir müssen hier oben lang zur Zeitschlosskiste. Die würde ich eigentlich noch machen und dann zum Bunker. Wir haben natürlich auch Leben verloren, das heißt, gehen hier mal lieber dann zurück. Wo ist er denn hier? Ach, da ist noch ein Biegser. So. Das heißt, wir müssten ja hier so durch, ne? Irgendwie ihr denkt. So, er sagt ja, hier müssten wir irgendwie so durch. Und den rechts hinter. Weil das würde er schon gerne wegmachen, ne? Die Zeitschlosskiste. Weil wer weiß, was da jetzt alles so drin ist, ne? Ungewöhnliche Material eingesammelt. So. Okay. War aber knappig. Ja, bleib dir hier, du kleiner Schinken. Besser ist. Jo, Frido. Wo denn? Ach, da vorne läuft immer noch einer. Die dreifache Liter. Ich weiß gar nicht, ich war ja hier schon mal gewesen. War ich zu glatt für den Bunker oder? Ich weiß gar nicht mehr, was so das Problem war. Also, normalerweise können wir das hier aktivieren. Und dann kommen die da hinten raus. So, und wenn ich jetzt hier rangehe, passiert natürlich nichts, weil nichts ist.
So, dann wird ja da der längere Weg sein und da der kürzere. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich mache mal den Bauplan nehmen. Achso, den habe ich schon. So, wir machen das mal. Verteidigung. Den One hier. Wir machen den ein. Ich stehe selber im Weg, wa? Ja, den einen so. Den einen so. Vielleicht den einen so, weiß ich noch nicht. Dann kümmere ich mich. Ach nee, der das ist eigentlich ein bisschen doof, ne? Ich muss ja hier vorne das klatschen. Kann das? Ich muss ja hier vorne jetzt so richtig Gas geben. Hier so. Oder hier so. Ja, wir probieren das mal aus, ne? So, ich bin bereit, ihr seid bereit. Was kommt? Lass mal machen. Vielleicht funktioniert. Aber naja, okay. Neue Taktik. Das steht doch ein bisschen im Weg. Ich muss die Katze erstmal wieder ein bisschen beiseite machen. Also nicht, dass die nervt, aber die nervt. So, okay. Gut, alles klar. Ich finde gut, dass sie das so gemacht haben, dass man hier in der Nähe gleich wieder ist. Also, erstmal jetzt hier aufheben. Gut. Also der ist ganz gaut anscheinend, ne? So, wie wär's denn, wenn wir sagen, wir machen hier vorne gleich ein bisschen Action? Ja, die Sache ist, wenn ich hier jetzt was hinschmeiße, ne? Also ich würde ja auch gerne machen, hier, pass mal auf. Ah, wir haben nur drei davon, ne? Ist ja auch wieder so eine Sache. Also. Schwierig, schwierig. Gar nicht mal so einfach, das zu bestimmen. Aber man müsste irgendwie das hier so abfeuern. Okay, gut, Alter. Kann ich die jetzt schon nachladen? Stufe 30. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Erfindung. Motorradhelm. Batterie? Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was Neues erfinden soll, ne? So, machen wir den da mal hin. Falls die da mal hinkommen. Habe ich natürlich aus Versehen gedrückt jetzt hier eigentlich. Ja, wenn man nicht klarkommt, dann kommt man gar nicht klar, ne? So, und den hier.
Okay. So. Ich weiß nicht, ob das hier so denn so geil ist, ne? Okay. Also gut, ey, da fehlt noch richtig viel, wa? Ich weiß ja nicht. So ein bisschen mehr Power oder sowas. Wir lassen das mal alles hier so stehen. Wird der Jan dann noch so, klar, das macht ja alles hier so ein bisschen, vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen, wir haben nur ein bisschen Erfahrungspunkte. Ich will schon mal ein bisschen hier sagen. Dann gehen wir hier unten hin. Um einfach mal so ein Upgrade zu machen. Vielleicht nochmal, um eine bessere Ausrüstung dahin zu klatschen. Die vielleicht 1, 2, 3, 4 mehr Schaden macht. Wir gucken uns das Ganze mal an. Und dann, glaube ich, wird beim nächsten Mal ein richtig toller Erfolg. So, wir gucken erstmal. Wir können ja auch noch ein bisschen upgraden. Hier haben wir irgendwas hier noch. Baumeister, Baulimit, wie hat er da? Turmspezialist. Geh mal hier. Das kommt genau zur besten Zeit, ne? So, wir haben hier Bandolier. Was ist das hier? Ein? Yeah. Das ist doch schon mal gut, ey. So, den Ladeschacht hier. Alter, kostet ja eine CPU. Stahl. Ja. Ja, da fällt mir was ein. Da war ja was. Seltener Kompaktor. Aber wir können ja eh mal gucken, wenn wir hier schon mal sind. Da können wir ja noch ein bisschen was schmelzen hier. Ne, die Schmelze hier mal kurz hingeballert. Wenn wir die Zbete daneben. Weißt du? Wenn wir die ja so ein bisschen. Start. Wozu konnten wir die noch mal schmelzen zu Mana Klumpen? Nee, wollen wir aber gerade nicht, ne? Wir wollten ja ein bisschen hier noch. So, okay, alles klar. Dann mache ich mir mal einen Kaffee. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? In der nächsten Folge. Und dann probieren wir es noch mal. Also bis dann, ciao, ciao.